Es fallen echte Schüsse in der Deutschrap-Szene und die Lage eskaliert komplett. Tagelang war es still und man hat von dieser Story nichts mehr gehört. Aber damit ist Schluss. Der Rapper Cero Dix dürfte den meisten seit der hinterhältigen Attacke bekannt sein. Mehr als 10 Jugendliche locken ihn in die Falle und prügeln drauf los. Keine Gnade für den Rapper und der wahre Grund ist nicht bekannt. Später werden mir die Aufnahmen geschickt und ein Krieg hinter den Kulissen entfacht. Denn Cero will noch im Krankenhaus herausfinden, wer diese Leute sind. Ein Katz-und-Maus-Spiel startet. Im Rap-Check-Interview betont Cero, dass er alles für seine Kette machen würde, die ihm an diesem Tag geklaut wurde. Und genau so kommt es jetzt auch, denn ein Treffen mit den Tätern wird abgemacht und plötzlich fallen Schüsse. Scheinbar wollten sie ihn erneut in die Falle locken und diesmal eskaliert es komplett. Die Tasche mit dem Geld wollten sie klauen und ihm nicht die Kette geben. In der Tasche waren 100.000 Euro. Plötzlich zieht der Rapper Cero die Waffe und rückt ab. Ein paar Personen rennen weg und lassen ihren Kumpel bluten. Auf der Hose und an der Hand sieht man das Blut. Leider kann ich euch hier nicht alles unzensiert zeigen. Dafür aber auf meiner exklusiven WhatsApp-Gruppe. Auf Instagram Rapcheck findet ihr den passenden Link dazu. Schaut da gerne vorbei. Ach komm, komm. Gott. Ruf die Polizei! Ruf die Polizei! An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr, wird mit dem Rapper passieren und wird er für eine längere Zeit abtauchen? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.